Die Gemeinde Sulzbach-Taunus liegt in unmittelbarer Nähe des Ballungszentrums Frankfurt am Main. Für die knapp 9000 Einwohner ist die Lärm- und CO2-Belastung durch hohes Verkehrsaufkommen besonders spürbar. Anfang 2013 startete die Gemeinde eine umfassende Bürgerbeteiligung zum Thema Mobilität. Also die Menschen nehmen den Verkehr hier bei uns im Ballungsraum natürlich als extrem störend wahr. Und hatten auch das Gefühl, wir haben einen immensen Durchgangsverkehr hier im Ort. Und wir haben da auch eine Verkehrszählung machen lassen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es gar nicht der Durchgangsverkehr alleine ist, sondern dass wir selbst, die Bürgerinnen und Bürger von Sulzbach, sehr viel Verkehr selbst produzieren. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man die Bürgerinnen und Bürger animieren, ihren Verkehr, den sie selbst machen, verträglicher zu gestalten. Unter dem Titel Verträgliche Mobilität initiierte die Gemeinde Sulzbach daraufhin das Projekt. Startpunkt waren ein Auftakt und ein Themenworkshop, auf dem gemeinsam mit den Bürgern Anregungen und Problemstellungen ausgewertet und anschließend verschiedene Arbeitsgruppen gebildet wurden. Ziel ist es dabei vorrangig, alle Bürger Sulzbachs davon zu überzeugen, doch mal das Auto stehen zu lassen und alternative Fortbewegungsmittel zu nutzen, um die Verkehrs- und CO2-Belastung für die Gemeinde zu verringern. Jede Arbeitsgruppe besteht im Kern aus den Bürgern der Gemeinde und jede Gruppe konzentriert sich auf eine Art der Fortbewegung und untersucht die Machbarkeit für die Bürger. Jeder Arbeitsgruppe steht ein fachspezifischer Mitarbeiter der Verwaltung als Pate zur Seite. Mein Ansporn ist, mehrere Leute oder ganz viele Menschen dazu zu bewegen, mehr Fahrrad zu fahren, mehr für die Umwelt zu tun, sozusagen eben einfach umweltbewusster sich fortzubewegen. Die Öffentlichkeitsarbeit und die Koordinierung des Gesamtprojektes laufen über die Gemeindeverwaltung. Die verträgliche Mobilität hat mittlerweile ein eigenes Logo und auf besonders große Resonanz stößt die eigens für das Projekt eingerichtete E-Mail-Adresse. Hierüber können Bürger Fragen und Anregungen direkt zur Koordinationsstelle in der Verwaltung übermitteln. Und natürlich informiert die Gemeinde auch per E-Mail über Ergebnisse und Veranstaltungen. Wir haben jetzt mittlerweile schon sehr viele Publikationen auch, die wir auch regelmäßig auf die Homepage der Gemeinde einstellen. Das heißt, Interessierte können sich hier über unsere gesamten Veranstaltungen informieren. Wir haben zum Beispiel von den größeren Veranstaltungen, wie hier die Begehung durch die Fußgänger, einen Bericht zusammengefasst. Solche Materialien kann man hier bei uns alles einsehen. Ende August 2013 veranstaltete die Gemeinde Sulzbach den Tag der verträglichen Mobilität. Dabei wurden Ergebnisse, Anregungen und erste umgesetzte Aktionen der einzelnen Arbeitsgruppen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. So will die Arbeitsgruppe Kinder und Schulen gern Eltern und Kinder motivieren, den Schulweg zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu benutzen, anstatt mit dem Auto zur Schule zu fahren. Aber auch Informationen über weitere klimafreundliche Fortbewegungsmittel und den öffentlichen Nahverkehr standen beim Tag der verträglichen Mobilität im Fokus. Ich hoffe, dass dadurch der CO2-Ausstoß verringert wird natürlich, dass, dass nicht so viele Autos auf der Straße sind, dass wir einfach mehr wieder uns körperlich bewegen zum Beispiel, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, die S-Bahn nach Frankfurt zum Beispiel und nicht mit dem Auto nach Frankfurt fahren. Wenn Sie sehen, wie unsere Straßen morgens voll sind hier, dann sagen Sie, okay, wir müssen das machen. Das ist meine Intention. Durch Spiel und Spaß, wie zum Beispiel einem Mobilitätsquiz, einem Fahrradparcours oder einem Fahrradflohmarkt, wurden die Besucher am Tag der verträglichen Mobilität zusätzlich motiviert, sich umfassend zu informieren. In den folgenden Jahren werden weitere Projekte der einzelnen Arbeitsgruppen umgesetzt und so die Verkehrs- und CO2-Belastung für Sulzbach reduziert und das Klima geschützt.